Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Totemwerfer. Und heute mache ich mal ein kleines Rache-Video, weil mich kotzt es ziemlich an, was ich hier sehe. Und zwar haben viele von euch vielleicht gehört, dass es diesen Taschenkondensator hier jetzt gibt im Pre-Patch und dass er natürlich einiges wert ist, ja? Das ist alles gut so und es gibt auch gewisse Tricks, wie man das schnell farmen kann. Das möchte ich hier heute im Video auch gleich erklären. Aber ich habe ein großes Problem damit. Und zwar wollte ich eigentlich gar kein Video drüber machen, weil ich mir dachte, okay, alles gut, Marktpreis ist normal. Die Leute freuen sich, wenn mal einer einen bekommt, dann verkauft er den auch für gutes Gold. Allerdings muss ich im Chat jetzt öfters schon lesen, dass Leute diese Idee verkaufen, also ihren Goldtrick für 100.000 Gold zum Beispiel verkaufen. Hab's auch schon im Gildenchat und von einem Kollegen mitgekriegt, dass er den quasi angeboten wurde. Und ich finde sowas unter aller Sau. Denn ich mache meine Goldguides hier umsonst. Viele andere Leute im Internet machen ihre Goldguides auch umsonst. Klar, wir haben hier AdSense, bla bla bla. Ihr kennt die Sachen mit Werbung etc. Aber sowas regt mich halt einfach mega, mega krass auf, wenn Leute einfach so ihre Idee quasi verkaufen. Damit wird erstens dann der Markt trotzdem zerstört. Leute kaufen das dann für viel Gold. In diesem Fall jetzt bieten sie es für 100.000 Gold an. Ärmere Leute kaufen sich das Ganze und merken dann, dass das andere ärmere Leute auch alle gekauft haben. Und der Preis geht mega runter. Sie machen nicht wirklich mehr Gold damit. Und ich finde es echt scheiße. Und deswegen wollte ich euch einfach kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ihr braucht dazu ein Add-on. Das verlinke ich euch unten in der Beschreibung wieder. Ist doch klar. Pre-made Group Finder heißt das Ganze. Und das hier der blaue Button, wenn ihr einen Left-Click drauf macht, also Links-Click, könnt ihr hier Keywords eingeben. Da gebt ihr einen Dread oder auch Schrecken, denn das sind diese, ist das englische Suchwort für den Mob, den ihr hier in Sturmwind oder Orgrimma suchen könnt. Und hier oben bei Settings könnt ihr noch die Refresh Rate eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, egal was, wie viele Sekunden, ich habe jetzt mal 1 drin. Und hier würde ich noch diese Guild Notification rausmachen, weil sonst spammt ihr eure Gilde und das nervt einfach nur. Das war's. Das Addon ist eingestellt und fertig. Dann geht ihr irgendwo in Sturmwind hin, am besten in die Mitte. Ich mache jetzt mal einen Reload, vielleicht poppt dann gleich eine Gruppe auf, wer weiß, you never know. Auf jeden Fall kommt ihr dann sehr schnell in die Gruppen rein. Es ist natürlich nicht garantiert, dass ihr die richtigen Gruppen trefft. Es gibt natürlich auch viele Trolle, die euch dabei nerven. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar kein Video drüber machen, denn ich dachte, es ist klar, wie man das Ganze farmt. Hab dann aber gesehen, es ist anscheinend nicht klar und viele wissen es nicht. Und wie gesagt, ich finde es einfach scheiße, wenn Leute so eine Situation so krass ausnutzen, nur um sich jetzt selbst zu bereichern und andere damit zu verarschen. Ich meine, Goldtrick ist schön und gut. Man muss ihn sicher auch nicht jedem erzählen, das ist richtig. Aber dafür jetzt horrende Summen im Handelschannel zu verlangen und vielleicht kleinere oder ärmere Accounts oder halt Spieler zu verarschen und abzuziehen, das finde ich keine gute Idee. Ich wurde ja selber schon mal verarscht von einem, jetzt nicht wegen einem Goldguide, aber halt wegen einem Raid damals. Und so, gegen sowas bin ich richtig allergisch, deswegen wollte ich jetzt nur schnell das Video machen. Ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, wie es funktioniert, aber es ist echt easy. Versucht es einfach, probiert es aus und ihr werdet sehen, ihr werdet das Teil farmen. Ihr werdet damit wahrscheinlich den Markt überfluten und ich würde es wahrscheinlich auch nicht unter 6-7k verkaufen, das Teil. Bei uns ist unter dem Wert, ich höre jetzt auf mit Farmen, habe keinen Bock mehr, finde es blöd. Aber für alle die weniger Gold haben oder so, also das Teil kann sich schon lohnen. Probiert es aus, schreibt mir eure Meinung rein und wie gesagt, wenn ich mich jetzt auf die Füße damit trete, dass ich das jetzt hier auf YouTube zeige, es tut mir leid, wenn andere Leute so eine Scheiße betreiben, muss es einfach sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es bringt dem einen oder anderen was. Macht eure Kohle, macht euer Gold. Vergesst nicht, dass ihr das Ding auch einfach mal aussitzen könnt. Und natürlich auch im AHA auskaufen, wenn so viele jetzt reinstellen. Und damit natürlich auch wieder horrende Summen verdienen in Zukunft. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.